Ja, liebe Kinder, liebe Eltern, heute stelle ich euch mal das Spielzeug vor, den Schneefrästraktor Class 950 Axion der Firma Bruder. Kostet im Handel 50 Euro. Ich nehme ihn mal auseinander und zeige euch mal, was dahinter steckt. Also inklusive ist hier natürlich die Schneefräse. Hier sehen wir schon die Funktionsweise. Unten ein Rad gummiert, damit es auch haftet und sich schön dreht. Das ist ja das Wichtigste bei dem Spielzeug. Das Ganze ist im Größenmaßstab 1 zu 16, also schon ganz schön riesig. An Funktionen, man kann natürlich beide Türen öffnen, man kann die Motorhaube öffnen und oben hat man ein Aufstecklenkrad. Das heißt, dass man im aktiven Spielbetrieb auch das Gerät manövrieren kann, und hinten ist dann ein Schraubenschlüssel, wozu man den braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar kann man alle vier Räder abschrauben. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Darf alles etwas erstmal in einer kleinen Eingewöhnung, aber das bekommt ihr alle hin. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, kann man diese Schneeketten entfernen. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ist etwas Handarbeit, aber ein bisschen für das Feeling, für die Feinmotorik der Kinder ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So, das habe ich hier mal runtergezogen. Dann wie beim Auto, Reifen drauf, aufrollen. Innen am besten anfangen anzustecken und außen dann in die Haken einhängen. So, und so schnell geht das. Kann man mit allen vier Rädern machen, wie gesagt. Dann kommen wir mal hier zur Schneefräse. Die geht etwas schwierig anzustecken. Da braucht man etwas Feingefühl. Also am besten erstmal die Eltern ranlassen. Die sitzt sehr fest drauf, wird hier über eine Führung eingeschoben. Unten klickt es dann ein mit zwei Widerhaken, dass es richtig fest drauf sitzt. Das muss man, wie gesagt, probieren. Und dann sitzt die drauf. So ist dann nochmal die Gesamtübersicht des Traktors. Fühlt sich alles recht hochwertig an. Wie gesagt, Preis 50 Euro ist auch relativ stolz, aber das Ding ist sein Geld wert. Und wenn man hier nochmal sieht, im Fahrbetrieb dreht sich die Schneefräse. Auswerfen tut es natürlich kein Schnee oder weiteres. Das wäre dann zu viel des Guten. Da muss ich der Werbung des Bruderkonzerns hier widersprechen. Also oben aus der Schneefräse kommt tatsächlich nichts raus. Das dreht sich zwar, aber mehr passiert dann nicht. Alles in allem ein schönes, hochwertiges Spielzeug. Natürlich noch mit weiterem Zubehör, mit Anhängern etc. Könnt ihr euch einfach im Internet anschauen. Vielen Dank fürs Zugucken.